Heute werden wir die ganze Zeit mit Pinsel, verschiedenen Pinseln natürlich, das Mikrofon ein bisschen streicheln. Ich mag diesen Trigger selbst sehr, sehr gerne. Fun Fact, das war der erste Trigger, der bei mir das Kribbeln ausgelöst hat. Und deswegen habe ich gedacht, ich widme diesem Trigger mal ein ganzes Video. Kannst du dich noch an deinen ersten Trigger erinnern, der bei dir das Kribbeln ausgelöst hat? Schreib mir das doch mal bitte in die Kommentare. Das wird mich sehr interessieren. Ich den großen Puderpinsel. Heute sehr viele verschiedene Pinsel benutzen werde, würde es mich sehr interessieren, welcher Pinsel dir am besten davon gefallen hat. Deswegen, wenn du später mit dem Video durch bist, dann sag mir doch bitte, was dein Lieblingspinsel war.
als nächstes habe ich diesen ganz kleinen Acrylpinsel. Ich glaube jedenfalls, dass es ein Acrylpinsel ist. War bei so einem Set dabei. Aber man weiß ja nie, ne? Ich habe mich gerade selbst mit dem Pinsel an der Brille gehauen, aber ihr habt das nicht mitbekommen, es sei denn, ihr guckt mir zu. Ich habe den Ton nämlich rausgeschnitten. Jetzt nehmen wir einen Pinsel, der eigentlich dafür gemacht ist, wenn man renoviert, die kleinen Kanten nochmal ordentlich nachzuzeichnen. Es ist also nicht irgendwie ein Acryl- oder Wasserfarbemalpinsel, sondern ein richtiger Pinsel zum Renovieren, aber halt so ein ganz kleiner. Man hört meine Katze fressen. Ich warte kurz.
nicht so schlimm wie für Aquarellpinsel. Ihr kennt das sicher, wenn man einen günstigen oder besser gesagt billigen Aquarellpinsel benutzt, dass dann hinterher das Bild voller kleiner Haare ist. Das hat mich in der Schule immer am meisten genervt. Sowas nicht machen. Das wäre ja auch reinste Geldverschwendung. Dieser Fächerpinsel. Ich finde immer, die sehen am coolsten aus, aber ich habe noch nie einen Fächerpinsel benutzt, weil ich einfach keinen Schimmer habe, wofür. Sollen die einfach großflächig arbeiten, aber die können ja wenig Farbe festhalten. Ich bin damit immer ein bisschen überfordert mit dieser Art von Pinsel. Aber für ESMA ist der sicher gut. Was meint ihr?
Das war's für heute. Schreib mir doch bitte in den Kommentaren, welcher Pinsel dir am besten gefallen hat. Und wenn du weißt, welche Katze es ist, die gerade vor mir sitzt, dann schreib mir das bitte auch in die Kommentare. Dafür habe ich sogar oben eine Umfrage angestellt. Ist es Sanji oder ist es Nami?